Wisst ihr, ich verstehe, was gemeint ist, wenn Leute sagen, hey, ich möchte nicht so gerne wählen, da es keine Partei gibt, die meine Interessen zu 100% vertritt und ihre Wahlversprechen auf jeden Fall umsetzen kann. Ich meine, hey Leute, UX-Charlie sagt auch in jedem Video, dass er mehr Videos machen möchte, aber im Endeffekt kommen dann weniger. Und trotzdem, schaut ihr gerade dieses Video. Paradox? Es geht um Politik, Leute. Es geht um Politik heute. Das ist übrigens der Sakko von meinem Abiball, also... Ja, der liegt hier immer noch. Wisst ihr, ich bin auch Erstwähler, aber interessiere mich für Politik, seit ich die Heute-Show ungefähr sehe. Also ungefähr seit 2013. Und ich habe bis heute immer noch keine Partei gefunden, wo ich jetzt sage, hey, yo, die ist es. Das ist sie. Aber ich glaube, zur Demokratie gehört auch einfach dazu, dass man abwägen muss, wer mehr scheiße ist und wer weniger scheiße ist. Es gibt keinen perfekten Menschen. Wie soll es denn da die perfekte Partei für euch geben? Verdammte Scheiße, sonst wird doch auch immer jeder Jugendliche seinen eigenen unique Style haben und komplett anders sein als alle anderen. Aber dann nicht wählen gehen, weil man keine Partei findet, die komplett 100%ig zu einem passt. Ich kann mich leider mit keiner Partei identifizieren. Deswegen gehe ich auch gar nicht erst wählen. Ach ja, aber ein iPhone habe ich trotzdem, weil mit der Ausbeutung von chinesischen Fabrikarbeitern kann ich mich dann doch irgendwie identifizieren. Die CDU beispielsweise hat die Homo-Ehe zwar zugelassen, hat aber komplett dagegen gestimmt. Also ich meine, Leute, ich bin ehrlich, ich bin auch ein Homo. Sapien, und genau deswegen sollte ich auch jeden heiraten dürfen, der mich liebt und den ich auch liebe. Wenn ich beispielsweise UX Stylers heiraten wollen würde, dann geht das nur mich und die Dark mit der Tarnung was an. Die SPD. Von den letzten 20 Jahren, glaube ich, ungefähr 16 Mitbestimmer gewesen bei der Regierung. Und kommt mit dem Wahlspruch, Zeit für mehr Gerechtigkeit. Motherfucker, 16 Jahre mitregiert und erst jetzt? Ist Zeit für mehr Gerechtigkeit? Activision Wahlplakat, 3 Jahre lang Jetpack Call of Duty. Und jetzt Boots on the Ground, Zeit für mehr Call of Duty. Ich denke, die Community würde sowas, glaube ich, sogar eher abfeiern. Das ist also das politische Kalkül der SPD. Und dann fucking Martin Schulz als Spitzenkandidat. Warum denn auch nicht? Ach, Frau Merkel, Sie sehen das also so? Ja, so sehe ich das auch. Okay, das hat die SPD jetzt nicht umgesetzt. Ach, es lag auch an der CDU. Angela Merkel hat wahrscheinlich selbst gesagt, ja, also SPD... Nee, so machen wir das nicht. Und die SPD dann so? Schade. Die FDP könnte so die Partei der Fame-YouTuber sein. Das, was nach außen sichtbar ist, muss um jeden Preis cool aussehen. Und die Inhalte sind dann eher so von fameren Leuten geklaut, CDU oder so. Ist ja auch egal. Die FDP ist für mich eine Mischung aus Opportunismus und dem Gedanken, dass der eigene Instagram-Feed von seinen Bildern cool aussieht. So, der Inhalt ist dann zum Beispiel, ja, Bildung ist für uns das Wichtigste und ist ja im Endeffekt auch die Zukunft von Deutschland. Hm, ja, Bildungsmöglichkeiten für jeden arm oder reich kostenlos zu machen? Puh, Bruder, ist schon spät, ich muss los. Bei den Grünen? Da finde ich irgendwie schon das Image der Wähler unsympathisch. So, das sind so diese Stereotypen-Wähler, die sich diese Atomkraft-Nein-Danke-Sticker aufs Auto geklebt haben. Weil sie ja so umweltfreundlich sind. Auf das Auto. Auf das Auto! Jetzt nur auf jeder Vollmilchschokoladenverpackung. Diabetes, nein, danke. Neuer Call of Duty-Marketing-Trick, würde ich sagen. Bro, what the fuck? Es ist natürlich geil und wichtig, sich für die Umwelt einzusetzen. Aber das macht man nicht, indem man einfach nur die Grünen wählt. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Grünen sich eher darauf fokussieren, umweltschädliche Sachen zu bekämpfen, anstatt umweltfreundliche Sachen zu fördern. Die Linken, vom Ding her das Gleiche. Die fokussieren sich größtenteils einfach auf die ärmeren Leute. Und im Kern glaube ich, dass sie nur Gutes für diese Leute wollen. Aber Deutschland ist eben vielschichtig in Armen, Reichen und Mittelständen. Und am Ende sollen alle Leute gut leben. Außerdem supporten sie Extremismus und Extremismus ist das Äquivalent zu Infinite Warfare. Die Partei hat mit Abstand die geilsten Wahlplakate von allen. Ich feiere das Konzept einfach, deutsche Politik in seinen Grundstrukturen zu parodieren und zu verarschen. Denn ich meine, um etwas zu verarschen, muss man es erstmal verstehen und dann auch humoristisch umschreiben können. Ich meine, das macht mich schon so ein kleines bisschen an. Infanterie erledigt. Oh, Baby. Es ist im Endeffekt ja auch egal, wenn die über die 5%-Hürde kommen würden, weil die werden halt eh nichts umsetzen können. Und ich meine, das klingt jetzt vielleicht etwas ironisch, aber ich habe lieber jemanden im Bundestag sitzen, der von seinem Job gar keine Ahnung hat und dem es egal ist, dass er da sitzt, als jemanden von der fucking AfD. Es ist komisch, sowas zu sagen, aber es stimmt. Gute Parallele an der Stelle. Lieber ein Jahr gar kein neues Call of Duty als Infinite Warfare. Also, falls ihr bis jetzt niemanden wählen wolltet, dann schaut euch einfach mal die Partei an. Ich habe sie jetzt in dem Fall jetzt nicht gewählt, aber jetzt ohne Scheiß, es bringt wirklich so viel mehr, eine Spaßpartei zu wählen, anstatt gar nicht zu wählen. Ich meine, wenn ich so Videos von KuchenTV sehe, in denen er leugnet, dass die AfD von Nationalsozialisten gespickt ist oder beziehungsweise sogar leugnet, dass die AfD nationalsozialistische Züge hat, dann bin ich fucking done. Und ich hoffe, dass du da draußen, der jetzt dieses Video sieht, du da draußen, ich hoffe, dass du, Bro, ich vertraue auf dich. Ich hoffe, dass du schlauer bist. Ich meine, Alter, das ist nach 1945 höchstwahrscheinlich das erste Mal, dass nationalsozialistisches Gedankengut im Bundestag wieder eine Stimme findet. Holt the fucking door und geht wählen.